angetreten, mir gehorsam die Autobahn zu überwachen. Zivilisten sind mein Feind. Sein Revier ist die Autobahn. Sein Tempo ist mörderisch. Seine Gegner, Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Uhr. Für den Mann von Autobahn-Polizeisimulator 3. Unsere Sicherheit ist sein Job. Mein Name ist Oberwachtmeister Knabe. Wir werden uns heute in den dritten Teil von Autobahn-Polizeisimulator hineinstürzen und meine Gefühle sind gemischt. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, erneut Dienst zu leisten. Auf der anderen kackt mein Gehirn schon jetzt, weil es verseucht ist. Boah, Alter. So, oder wie geht das? Was ist das? Aua. Ich kann die Kamera nicht hinter ihn positionieren, weil da eine Leitplanke ist. Charaktererstellung. Wenn man die Animation wirklich so beschissen macht, warum zoomt man dann auch noch rein, so auf die, schön auf die Füße, wie er so den Gang entlang geht und man sieht einfach nur... Jetzt bin ich natürlich gespannt, weil der letzte Charakter war ja außergewöhnlich optisch. Was war mit seinem Arm gerade? Oh mein Gott, hör auf, hör auf. Gibt's hier nur Presets? Das war das einzig Gute am letzten Teil. Kiefergelenk. Okay, ich bin zufrieden. Ich bin, Ach du Scheiße! Digga! Der sieht aus wie so ein richtiger Normal-Dude. Ja, annehmen, Mensch, schöne Schacks. Schön, dass man mich nicht vergessen hat. Wie könnten wir? Dein letzter Tag im Dienst hat sich allen schmerzhaft ins Gedächtnis gebrannt. Sind Sie Wachtmeister Knabe? Ja. Manche von uns hätten nicht gedacht, dass du nach dem Unfall noch wiederkommst. So schnell schmeiß ich den Job nicht hin. Willst du die Raser etwa selbst schnappen? Ihr habt sie noch nicht erwischt? Sieht so aus. Dann zieh dir mal die Uniform an und komm mit zum Chef. Habt ihr mal auf den Mund geachtet? Ich meine... War ein harter Unfall. Ich habe es tatsächlich überlebt. Das Letzte, an was ich mich erinnern kann, war ein starker Schmerz am Hinterkopf. So, wir befinden uns jetzt hier im Tutorial. Das habe ich auch noch nie gesehen. Was für, also, ja gut. Vor allem, wer schreibt denn D-A-W-S? Ich werde das Gefühl nicht los, als würden die EntwicklerInnen das alles mit Absicht machen. Wer schreibt D-A-W-S? Mann, das heißt, wer ist D? An der Umkleide kannst du zwischen Uniform und Zivilbekleidung wechseln. Ach du Merkt ihr, wie irgendwie das Bild so ein bisschen wabbert oder zittert oder hakelig ist? Wir haben 2022 und das hier servieren die. So, Rang 0, 0 EP, wir gehen in die Umkleide. So, betrete das Büro. Junge, die Kamera ist so hakelig. Wir Servus. Oh, Meetingraum. Guten Morgen, Chef. Was war das für eine Kamerafahrt? Oh. Robert! Haben Sie sich gut erholt? Es geht mir wieder gut. Allerdings würde ich mich gleich noch besser fühlen, wenn Sie mich diesen Fall übernehmen lassen. Sie haben noch nicht genug Erfahrung, um es mit den Verantwortlichen aufzunehmen. Da muss ich dem Chef zustimmen. Jo, wer hat dich gefragt? Bei deinem jetzigen Rang hättest du keine Chance. Selbst wenn heute nicht dein erster Tag... Guck mich doch an, wenn du mit mir redest! Ich habe vorhin eine Meldung über ein gestohlenes Fahrzeug einbekommen. Das wäre ein guter Einstieg. Wieso habe ich nicht genug Erfahrung? Wissen die nicht, was ich alles getan habe? Ja, wir spielen mal die Tutorial-Mission. Ich bin gespannt. Mit wem fahre ich raus? Sie zwei arbeiten von jetzt an zusammen. Was ist mit... Jetzt komm schon! So unerträglich bin ich nun auch wieder nicht. Wieso habe ich jetzt einen neuen Kollegen? Ich habe... Wie hieß er nochmal? Ich habe ihn geliebt. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Alter, Hans, hast du Schlaganfall? Okay, aber komplett neue Wache, ne? Hallo, wer sind Sie? Dann kein Hallo. Alter,
Alter, meine Augen bluten. Die Kamera ist so scheußlich. Was ist denn das? Er zittert so. Er ist so hakelig. Und das Bild auch. Was ist das denn? Das ist nicht Low FPS. Das ist irgendwie... Ah. Wo ist der Donutladen? Hier hat sich einiges getan. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal Tanke auschecken. Weil wenn ihr keinen Donutladen... Hallo, Kommissar Knabe, wieder im Dienst. Ah, hallo, Kommissar Knabe. Kriminalhauptkommissar Atalay ist hier am anderen Ende. Schön zu hören, dass Sie wieder im Dienst sind. Wie Sie vielleicht wissen, ich bin ja der Leiter der Spezialeinheit der Autobahnpolizei. Haben Sie vielleicht schon mal von gehört, das kam ja auch mal im Fernsehen. Und, einen Moment, ja? Was für Sie, Herr Atalay? Ah ja, danke schön. Oh, eine Bewerbung. Alles klar, danke. Der Grund meines Anrufs ist, ich bin auf der Suche nach einem neuen Partner an meiner Seite. Und da habe ich mir gedacht, dass Sie vielleicht genau der Richtige dafür sind. Aber eins muss ich dazu sagen, der Job ist nicht ganz ungefährlich. Lassen Sie sich erstmal Zeit. Denken Sie in aller Ruhe darüber nach und wir sprechen dann später. Ich melde mich einfach. Okay, tschüssi, okay? Mach ich. Bis dann, ciao. Tschüss, ciao. Der Erdogan, ne? Von der Cobra, Cobra 11, glaube ich. Nee, die machen mir immer viel zu viel Action. Ich mag's ja ruhig auf der Autobahn, wenn's ruhig läuft. Man ist auch so ein bisschen weiter weg, ne? Ist so mehr GTA-mäßig. So, guten Tag. Willkommen, womit kann ich helfen? Ja geil, Donut kaufen. Einen Donut bitte. Kommt sofort. Vielen Dank, bis bald. Gut. Hä, wie sprint ich denn immer? ja, oh. Oh, da ist er wieder. Keine Explosion. Toll. So, erstmal Auto fahren. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt. Aha. Wieso ist jetzt so komische... Wieso ist jetzt hier so Imagefilmmusik? Hallo? Warum wackelt das Auto? Hä? Im Auto läuft die Mucke. Why? Hört doch auf! Fahren wir mal schön auf Streife. Mann, das Ding ist locker. Freunde, wir sind wieder da. Wir sind wieder auf der Autobahn. Ich muss erst mal ein bisschen einrufen. Oh shit. Hier soll irgendwo das gesuchte Fahrzeug sein. Wie wär's mit dem blauen da? Das passt zur Beschreibung, die uns die Zentrale gegeben hat. Wir machen jetzt Folgendes. Pass mal auf. Als erstes mal Blaulicht. Oh shit. Ich ramme ihn gleich. Sirene innerorts, außerorts. Klar. Shit. Oh, anhalten! Ich merke, die Polizei rammt dich so und macht in dem Moment Sirene an. Fahrzeug anhalten. Go! Anhalten! Halten Sie das Fahrzeug an! Hallo! Halt das scheiß Fahrzeug an! Ey! Jetzt fahr! Scheiße, der hält nicht an. Hier Wagen 2, melde verdächtige Person, die sich der allgemeinen Verkehrskontrolle entzieht. Er bitte Erlaubnis zu schießen, also in die Reifen. Scheiße. An Wagen 2, Anfrage auf Schussfreigabe abgelehnt. Gut, Ende. Scheiße. Der Fahrer, den du anhalten willst, flieht. Du musst das Fahrzeug stoppen, bevor es endgültig entkommt. Zugriff! Ey, gib doch mal Gas, was ist das hier für ein Kackauto? Ach so, er gibt auf. Ich stelle Sie unter Arrest, weil Sie sich der Polizei widersetzt haben und mit Ihrem Fahrzeug geflohen sind. Ich dachte, Sie sind hinter jemand anderem her. Willst du mich verarschen? Er hat einen Helm auf. Hä? Was? Kann man hier eigentlich auf den Acker fahren? Aerosoft präsentiert. Ein Spiel von Z-Software. Merkt euch diesen Namen, Kinder. Hammer. So, verhaftet, nehme ich. Das war doch ein toller Auftrag.
Gott, ey, man kriegt wirklich grüner Star. Was ist das denn? Also, dieses Spiel ist ja so... Der backt so rum. Wo ist das schwarze Brett? Ich hole mal Hilfe. Whiteboard. Whiteboard, nicht schwarzes Brett. Also, gibt's hier an irgendwo... Ach, hier sind die Ausrufezeichen. Kühe? Gefahr durch Tiere. Es kommt zu einem Unfall, bei dem auch freilaufende Tiere auf der Fahrbahn involviert sind. Involviert sind. Als ob das deren Plan war. Gefahr durch Tiere. Okay, ja, dann mal Abfahrt. Servus, mitkommen, Hans. Wir müssen Kühe, ne? Unfall. Und rein. Ich finde es auch sehr schade. Also ich finde einige Sachen schade. Also erstmal, die Grafik ist ja genau das gleiche. Technisch ist es noch schlechter, weil allein die Laufanimation alles wabbert und buggt und glitscht. Warum warte ich bei einer roten Ampel? Es gibt nicht mehr den tollen Sound bei einer Mission Annahme und Abgabe. Entschuldigung. So, dann fahren wir jetzt mal zum Zielort. Rettungsgasse, sehr gut, Leute. Ach so, rote Ampel, naja. Ist ja mir egal. Hauptsache... Cut. Ist ja mir egal. Hauptsache, ich komm durch, ne? Das sind die Involvierten. Jetzt fahr mir doch nicht in den Kofferraum. Hä? Was wird das denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich. Nur so eine Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, da... Ich kann das nicht. Nein. Unbekannt. Wie weit seid ihr entfernt? Ich mach das nicht. Wir melden uns wieder. Wir sind da. An die Arbeit. Sagst du so leicht? Was machen wir jetzt mit den Viechern? Nicht provozieren. Am besten sichern wir zuerst mal die Unfallstelle ab. Meine Zivilshorts, nicht wundern, ja. Junge, voll mit diesem Pelzbezug ins Auge. Unfälle. An einem Unfall. Oh, wie bin ich hier hingekommen? Ende. Ist der von alleine hierhin noch gefahren? Ja, Leitplanken machen es möglich, I guess. An einem Unfallort müssen bestimmte Aufgaben übernommen werden. Unfallsicherung, Unfallfotos, Unfallskizze, Beweissicherung und Befragung von Zeugen und Beteiligten. Also jetzt mal ehrlich, was war das gerade? Sorry, aber ne, ich brauche nicht mehr sagen, glaube ich. Und wenn man dann auf die Seite geht, vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und sieht, dass Autobahnpolizeisimulator 3 eine Fördersumme bekommen hat von 125.000 Euro, das ist dann der Punkt, wo ich sage, ich find's auch echt nicht lustig. Also es ist lustig. Was hier passiert, ist scheiße lustig, wenn man es als Trash sieht. Aber wenn dann ein Bundesministerium das hier fördert und wenn man dann überlegt, wie viele geile Indie-Games es da draußen gibt, auch von deutschen Entwicklerstudios, die ich auch immer auf dem Zweitkanal präsentiere, da falle ich vom Glauben ab. Was ist es? Wer entscheidet das? Ein weiterer Grund, warum ich Weltschmerz habe und Augenschmerzen. Naja, wir sichern jetzt den Unfallort. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt zum Kofferraum und ziehen erstmal die Warnweste an. So. Ich hoffe, es geht mit dem Greenscreen. und die Leitkegel. Gut, haben wir? Die stellen wir jetzt erstmal hier hin. So. Schon wieder. Ja, Oberwachtmeister Knabe, hallo. Kommissar Knabe, ich bin's nochmal. Auf der A69, Höhe Dunkelbacher Kreuz, gab's einen Riesencrash.
zwischen dem vollbeladenen Mentos-LKW und dem LKW voller Cola Light. Der ging sofort hoch. So eine Explosion habe ich noch nie gesehen. Wir brauchen jetzt alle verfügbaren Kräfte vor Ort. Und das ist für Sie die große Chance zu beweisen, dass Sie der Richtige an meiner Seite sind. Los geht's. Beeilen Sie sich. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Ja, Atalay, also bei aller Liebe, das klingt wirklich ja heftig, ne? Also vollkommen. Das Ding ist, ich habe hier auch gerade was wirklich Wichtiges zu tun. Und da kann ich nicht einfach meine Pflicht jetzt hier vernachlässigen, ja? Also, ich kann Sie gern vermitteln mit der Wache, dass Sie da Verstärkung bekommen. Aber ich selbst kann jetzt hier nicht, ich habe da keinen Bock drauf, bin ich ehrlich, ja? Haben Sie es wohl. Tschüssi. Also, ist ja, so ein Quatsch habe ich aber nie gehört. Nächster Schritt für Unfallortsicherung. Fotos. Müssen wir natürlich Fotos machen. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Schauen wir mal. Und? Abstand! Ich bin von der Polizei. Was soll die Scheiße hier eigentlich? Wer hat das gemacht? So. Was haben wir hier noch? Ah, ich muss näher ran. Ja, vielleicht doch nochmal das Auto, ne? Ja. Ja, toll. Super. Schönes Foto. Jetzt reden wir mit den Beteiligten. Dann reden wir als erstes mit der Kuh, würde ich sagen. Gut, nicht verdächtig. Ja, ist ja auch nicht so, als hätten wir alles vorher schon gesehen, ne? Also das ist jetzt ein schwieriges Rätsel. Vermutlich reden wir jetzt hier mit dem Jörl und die sagt uns, er hat telefoniert. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Gut, dass Sie endlich hier sind. Was ist hier passiert? Der Kerl da vorne ist passiert. Beruhigen. Da sind wir ganz bei Ihnen. Der Typ ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Den sollte man gar nicht mehr hinters Steuer lassen. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem mich der Typ überholt hat. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Keine Sorge. Hä? Warum sagt die einem nicht, dass der A übelst gedrängelt hat und sie zugehupt hat und am Handy war? Was ist das denn für eine unlogische Scheiße? Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung. Was machen wir so lange mit den Kühen? Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Das sind so die Botze. Weil so eine riesige Kuh bestimmt auf uns hört. Du sollst sie nicht bitten, sondern scheuchen. Oh, geht auf Zeit. Zeit-Event. Ja, dann. Kusch! Kusch! runter von der Straße. Sonst werden sie verhaftet. Was macht die? Bitte, lass das Auto in Ruhe. Hey, was ist mit dir? Geh! So, jetzt da hoch zu eurem Kackacker. Willst du mir etwa den ganzen Spaß alleine lassen? Beweg dich! Hey, die springen da. Frau Neudorf, auf Sie haben wir gewartet. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein. Wie ist das denn passiert? Von alleine haben es die Kühe sicherlich nicht von ihrer Weide geschafft. Habt ihr gerade nicht gesehen? Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Es ist mir ein Rätsel, wie die Kühe entkommen sind. Wie habt ihr denn die Kühe gerade zurückgescheucht? Da war ein scheiß Zaunteil eingebrochen. Hä? Objekte auf der Straße gefährden den Verkehr. Heben Sie mit A auf. Deutlich sichtbare Haufen können weggefegt werden. Was für Haufen? Ich soll die Kuhscheiße wegfegen? Was ist das für ein verfluchter Unfall? Die Frau redet nicht mit mir und sagt nicht, was passiert ist? Die Polizisten sind überdumm? Jetzt muss ich Scheiße schippen? Ja, ich könnte ja nochmal den Atalay oder Gerkan anrufen. Vielleicht, das klang ja ganz spannend mit dem Mentos-Cola-Ding. Ja, hier nochmal Knabe. Hallo, Herr Kriminalhauptkommissar Gerkan, ne? Wisst ihr. Ich habe mir das Ganze nochmal überlegt und würde Ihr Angebot doch sehr gerne annehmen, ja? Würde dann direkt vorbeischauen, wenn Sie... Oh ja, hallo Herr Knabe, ja, ich wollte mich auch gerade bei Ihnen melden. Ah. Ich habe die Stelle schon anderweitig besetzt. Ich habe jemanden gefunden, der deutlich kompetenter, deutlich erfahrener und einfach ein besserer Polizist ist als Sie. Ist ja auch schlecht gelaufen für dich, Herr Nun, ne? Hä?